Der Haushaltsausschuss des Bundestags hat bis zu 1 Million Euro für ein Gutachten zum A59-Ausbau in Duisburg freigegeben. Die Tunnelvariante wird nun doch geprüft, was neue Hoffnung für die Stadt Duisburg und Gegner eines Ausbaus in Hochlage bedeutet. Die Duisburger Bundestagsabgeordneten haben sich für die Tunnelvariante eingesetzt und freuen sich über den Beschluss der gesamten Koalition. Die Autobahngesellschaft des Bundes hatte die Tunnelvariante bislang abgelehnt, doch nun muss das Verkehrsministerium die Untersuchung beauftragen. Das gibt dem Wunsch der Stadt Duisburg und großer Teile der Stadtgesellschaft nach einem Tunnel Rückenwind. Die Mehrwertsteuer für Speisen in der Gastronomie wird zum Anfang des Jahres wieder auf 19% angehoben. Die Ampelregierung hat sich darauf verständigt, die Steuersenkung nicht zu verlängern. Die Entscheidung wurde von den Spitzen der Ampel getroffen und wird in den finalen Beratungen zum Haushalt 2024 eingearbeitet. Die Gastronomiebranche warnt vor Pleiten und Jobverlusten aufgrund der gestiegenen Preise. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA warnte zuletzt vor etwa 12.000 Betriebsschließungen. Deutsche und niederländische Polizisten haben 8 Personen festgenommen, die Geldautomaten in Duisburg und Essen gesprengt haben sollen. Die Bande wird verdächtigt, insgesamt 23 Geldautomaten in Deutschland und den Niederlanden zerstört zu haben. Ein Spezialteam aus deutschen und niederländischen Polizisten arbeitete fast ein Jahr lang zusammen, um die Bande zu überführen. Bei den Durchsuchungen wurden große Mengen Bargeld, verfärbte Scheine, Autos, illegale Explosivstoffe sowie Schmuck und Uhren gefunden. Die Festnahmen sind das Ergebnis einer internationalen Zusammenarbeit, dem Bundeskriminalamt und Europol. Die Duisburger Stadtwerke informieren über einen möglichen Chlorgeruch im Trinkwasser im Duisburger Norden. Empfindliche Personen könnten einen Chlorgeruch wahrnehmen, aber die Trinkwasserqualität ist nicht beeinträchtigt. Das Trinkwasser südlich der Ruhr stammt aus eigenen Wasserwerken, nördlich der Ruhr aus dem Wasserwerk Haltern der Gelsenwasser AG. Hier wird die Chloranlage probeweise in Betrieb genommen, um die Funktionsfähigkeit zu überprüfen. Das Trinkwasser aus dem Wasserwerk Haltern kann weiterhin bedenkenlos genutzt werden, ein Abkochen ist nicht erforderlich. Duisburg erhält eine Förderung für das integrierte Quartierskonzept Neuenkamp im Rahmen des Landeswettbewerbs Prima Klima Ruhrmetropole. Die Projektskizze zur energetischen Sanierung von Neuenkamp hat die Jury überzeugt. Dies haben die Stadtwerke und die städtische Wohnungsbaugesellschaft GEBAG gemeinsam mit der Stadt erarbeitet. Geplant ist, einzelne Objekte zu sanieren und mit verschiedenen Initiativen auch die Immobilien privater Einzeleigentümer zu betrachten. Ziel ist eine CO2-Reduzierung, die Verbesserung der Mobilität und eine grün-blaue Infrastruktur.